Ich muss mich jetzt unbedingt sputen. Das ist der letzte Strauchdieb, der gerade läuft. Habe ich den schon geplündert? Sieht nicht so aus, oder? Upsa, falsche Taste. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ihr NPC hat gar nicht mehr so viel. Warum habe ich noch nicht alles mitgenommen? Hatte der gar nicht mehr so viel? Hat doch was an. Den Bandit habe ich schon. Schnell, schnell, schnell. Inventar. Genau da. Rüstung. Das dicke Zeug, was nicht an ist, ist gut. Lederhandschuhe, Satteltasche, die goldenen Sporen. Nein, die silbernen, ja. Gepolsterte, dunkle Bunthaube. Unsere heißt edel, ne? Nee, es war das edle Kettenhaubending. Die kann auf jeden Fall weg. Humanischer Kram. Nürnberger Mailänder. Mailänder weg. Edle Kettenhaube, genau, da kann die weg. Kumanischer Anführerhelm. Unsere Schulterplatten, Beinlinge, Kettenbeinlinge, vernietete Schulterplatten. Da habe ich ja die Magdeburger, genau. Kumanischer Kram, Warhorse, edles langes Kettenhemd. Bin noch zu schwer. Oh, 149. Mann, Mann. Kumanischer Metallschild. Rüber. Reicht erstmal. Kriegst du mal mit Dorn? Komm, rüber. Na, Schleder, komm auch nach. Wiegt nämlich ganze 4. Gut. Weiter geht's. Ja, ja. Kling, kling. Ich weiß, ich muss das hier nicht mehr machen, aber ich will. Das Schleichen macht so einen Spaß. Heimlichkeit will ich ja auch vorantreiben. Ich will ja endlich mal Meucheln morden können nach über 200 Folgen. Da flitzt gerade einer ums Feuer. Da pennt auch einer. Hupsa. Bin ganz schön vorgeschnellt, er dreht sich bloß. Okay. Was schwätzt der schon wieder? Ich drehe mal die Kopfhörer lauter. Da sind zwei. Einer pennt und einer schläft vielleicht hier noch hier vorne. Ich glaube, der hat uns gesehen. Boah, er läuft nicht los. Er hat sich hingesetzt. Also von vorne darf ich ihn nicht angreifen, denn dann sehen sie mich, ja? Wenn schon, dann von der Seite ins Ohr schießen. Verstehe ich nicht. Es klingt so, als ob die fragen, wer da ist. Wenn, dann könnten sie mich ja bloß sehen. Könnt ihr nicht normal miteinander reden? Nicht so rumschreien? Gott, oh Gott, ob das gut geht? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Der eine guckt uns jetzt praktisch an. Er schwätzt noch, nicht gut. Getroffen, ja? Dass sie aber nicht gleich ausschwärmen. Jetzt packen sie ihren Kram aus. Ich renne mal kurz noch zu Yenda. Yenda war wo? Gott, im Dunkeln sieht alles dunkler aus. Yenda. Gut, wir können ihn doch einfach mal rufen. Ah, da ist was hinter mir. Ich verstecke mich in der Yenda, dann finden die mich nicht. Der Strauchdieb wird dann zu Ende sein. Die haben mitbekommen, dass jemand ist, ja, aber noch nicht wer und vor allen Dingen wo. Ja, da hat doch gerade jemand eine Fackel ausgepackt. Ich habe das doch gesehen. Der Nachthemdmann ist auch unterwegs. Der Fackelmann gibt sich zum Glück zu erkennen. Wenn ich einen Pfeil schieße, bekommen die doch mit, von wo der kommt. In der Theorie, vielleicht. Von hier treffe ich den niemals. Muss ich auch noch tödlich treffen. Aber ich will erstmal die Gepanzerten wegbekommen. Klar, je weniger, umso einfacher. Das schon, aber die Gepanzerten sind erstmal ganz schlimm.
Könnte mich auch wieder hinter dich schleichen, mit einem Schwert in der Hand. Ich hoffe, hier schleicht nicht noch einer umher. Noch haben wir den Strauchdieb aktiv. Ich war vorhin weiter oben. Ist rechts von uns einer? Es klingt so. Der pennt, den lasse ich mal. Hier sind nicht wieder alle zurück. Wenn wir zwischendurch aufstehen. Gefällt mir gar nicht, dieses Geraschel. Was sind die denn gerade alle? Oh, das war laut. Ich glaube, ich schieß mal auf ihn hier. Vielleicht sind die auch gerade despawned, kann ja auch sein. Blutrausch. Was mit seinen kumanischen Freunden? Ah, okay, einer lebt noch irgendwie. Er ist tot, hat er gesagt, oder so. Ich renn erstmal weg, weil er ist auch gerade losgerannt. Was ist denn da oben los? Das klingt so nah, jetzt laufen die aber gerade um ihr Feuerchen herum. Ich wäre bereit zum Wegrennen. Schrei nicht so rum. Verstehe ich nicht. Also Strauchdieb ist weg, jetzt bin ich ganz auf mich alleine gestellt. Und auf Yenda. Gruselig. Seht ihr das auch im Dunkeln? Das ist ein Dritter. Ich schieß mal vorsichtshalber drauf. Das sah lustig aus. Was hat denn der so dabei? Eine Bartaxt. Na, der Bogen ist nicht ja, auch nicht so toll. Bogen nehme ich mal mit. Hat er irgendwas Besonderes dabei? Wildschweinhauer. Groschen hat er jetzt nicht, ne? Verbesserter Spitzpfeil. Ah, gut. Hat ihm jemand gegeben. Das Spiel ist schon extrem ulkig. Okay, ich gehe wieder ran. Darf nicht so laut sein. Strauchdieb ist weg, also dicke Sträucher muss ich jetzt meiden. Anstatt leise wegzuschleichen, wenn die irgendwas bemerkt haben, renne ich einfach los, um einfach Land zu gewinnen. Mache ich bewusst. Also klar, mir ist auch bewusst, langsam wegschleichen kann gut sein. Aber zur Not habe ich immer noch Yen da. Damit komme ich auf jeden Fall davon. Rüstung, Mann. Dass der nichts mitbekommt, ist echt erstaunlich. Von hier aus sehe ich seinen blöden Kopf. Treff ihn bloß nicht. Oh oh. Jetzt muss ich Land gewinnen, jetzt hat er mich. Bla 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 bla. Da. Kann er bitte die Fackel anmachen? Ich will sehen, wo er ist. Mach deine Fackel an, ich will dich besser sehen. Gott, wenn die mich jetzt im Dunkeln vom Pferd holen, dann gute Nacht. Ich sehe halt auch gar nicht, wo ich hinreite. Der Sattel macht auf jeden Fall verdammt viel Lärm. Wenn der auf einmal neben mir steht, da unten ist einer mit Fackel. Hier ist er. Oh. Wo wollen sie hin? Ich folge ihnen. Ich mache auch meine Fackel an, ich sehe ja überhaupt nichts. F wie Fackel. F hier. Hä? Wieso ist die nicht an? Nebenhand, ja? Fackel ist doch drin. Die ist auch noch ganz, also hat 100%. Komm ich. Jetzt geht meine Fackel nicht mehr. Machen wir einen Lärm.
Dann macht er die Fackel mal kurz an und wieder aus. Noch sind wir so halb im Kampf, nicht in unmittelbarer Nähe. Das Blöde ist auch, ich verteile die gerade viel zu gut, die Gegner. Soll ich wieder direkt im Kampf sein? Schon wieder direkt im Kampf. Boah, ist das dunkel. Wenn er auf einmal hinter uns steht und uns vom Pferd holt und ich... Aha. Das nicht mitbekomme. Mann, machen wir einen Lärm. Bitte aufhören. Oh. Mann, oh Mann. Ich werde mich ihm mal nähern. Achso, stimmt ja, wegen Bogen. Stimmt, wegen des Bogens habe ich die Fackel nicht nehmen können. Geht's aber auch drunter und drüber. Stimmt ja, in der einen Hand den Bogen, in der anderen Hand den Pfeil. Hab ich ganz vergessen, dass ich noch Pfeil und Bogen in der Hand hatte. Das eine ist links von mir. Ob hier noch jemand ist? Na, ah, bloß stehlen geht. Mist. Geht das bloß, wenn der Gegner schwächer ist als ich? Ich versuche mal irgendwie zwischen den Bäumen abzuwimmeln. Gott, der klingt so verdammt nah. Ah. Au, das geht schief. Hey, du Arsch. Jenda, du Schlachtross. Scheiße. Ich versuche ihn zwischen den Bäumen abzuwimmeln. Oh Gott, Ausdauer. Sehe ich ihn gerade? Da ist er ja. Ich versuche hier mal um den Baum zu tanzen. Wo ist er denn gerade? Ich häng selbst am Baumstamm. Steht er gerade neben dem Pferd? Sah so aus, oder? Puh, hatte ich ein Schwein, dass es nochmal gut ging. Okay, da ist er. Ich könnte ja auch die Spielhelligkeit mal hochschrauben, aber das wäre ja Schummelei. Ich hoffe, wir machen genug Licht und wir können ihn so sehen. Sehr riskant, was ich mache, oder? Ich könnte auch einfach abdampfen. Ich glaube, man kann die bloß umhauen, wenn man wirklich stärker ist. Das wissen wir natürlich vorher nicht. Nee, wenn ich hier auspacke, dann geht ja die Fackel wieder nicht. Ich wollte gerade mein Bewährtes machen, hier mit Abstand geben und dann drauf schießen. Aber es wird, glaube ich, gleich wieder hell. Da hinten ist einer. Klingt aber, als wäre einer direkt neben uns. Daneben. Ich freue mich, wenn es wieder hell ist. Oh, hat er keine Waffe dabei? Der will Faustkampf machen. Oh, 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 oh. Das ist ein Kollege, der ohne Fackel hat böse Sachen in der Hand. Ich würde ein 1 gegen 1 wagen, wenn ich Abstand gewinne, Rüstung anziehen kann und ich in der Nähe des Feuers bin. Wo kommt der ohne Licht an? Der oben macht wieder aus. Okay, bin gerade raus aus deren Radius, obwohl sie mich vorher sehen müssen. Mann, oh Meter. Schnell ausmachen. Später messen gerade. 2 Uhr. Das ist ein Tanz auf Messers Schneide, der ohne Fackel... Ist wieder schwer zu sehen. Das ist ein Hase, der umherläuft. Zum Glück habe ich ein weißes Pferd. Gut ist, dass mich eigentlich im Dunkeln schneller für die Gegner erscheinen, aber damit finde ich ihn da auch. Okay, der Ohnefackel ist irgendwo hier oben. Da hinten, okay. Die sind gerade zusammen. Also wer Jen da nicht weiß, ich glaube, ein schwarzes Pferd würde ich in der Nacht nicht finden. Da hätte ich ein Problem, wenn ich auf mein Pferd will.
Okay, da latscht einer. Wo ist der andere gerade? Also rechts da von uns ist einer. Ich sehe gerade bloß ihn. Ist der andere despawned? Oder einfach in eine andere Ecke? Ist der läuft da noch? Der da vor uns? Unten am Lager ist einer. Ist der abgebogen vorher? Mir wollte es haben. Boah, gab es sogar einen Funkenflug. Was macht er denn? Uns nicht sehen. Ist er blind? Jetzt hat er Schiss. Okay. Embere? Da unten kommt jetzt jemand hoch. Die sind echt komisch drauf, die Kumanen. Oh, oh, oh. Er sieht uns wohl nicht wegen der Kleidung, hä? Oh, da sind ja noch zwei da unten. Wo kommen die denn jetzt alle her? Sind die da unten neu gespawnt? Ich glaube, die Kleidung macht schon einiges her. Mann, ist das spannend. Wenn jetzt neben uns ein Kumane stehen würde, ich würde gucken. Dass die ihre Fackeln aber auch nicht anmachen, voll fies. Aber man sieht sie auch so ganz gut, wenn man sie nicht aus dem Augen verliert. Hm. Können wir irgendwie dieses blöden Grafikfehler die nerven? Kann man irgendwie mal Gewichte stemmen als Heinrich, damit wir stärker werden, damit wir jeden umhauen können? So wie den einen da oben am Weg. Ist hier so hell? Nee. Ah, hier und da. Okay. Ah, hab dich gesehen. Mann, oh Mann, ich will es aber auch wissen. Ich will heute noch unbedingt sterben. Ansonsten sehe ich hier gerade niemand. Was mich auch nervt, dass ich manchmal nicht auf Yenda aufsitzen kann. Ich stehe direkt davor, aber pfeife nochmal nach Yenda. Wo ist hier noch jemand? Das Geräusch war wieder, nachdem ich stehen geblieben bin. Das Tapsgeräusch neben uns. Also in deren Lage sind noch verdammt viele. Singt der auch noch? Lobni, das sepisch Horobian und Lenni. Einer pennt da? Bestenfalls kann ich die mit einem Schuss erwischen. Im letzten Moment hat er sich auch noch bewegt. Der klingt wieder so nah. Jetzt glaube ich der Schnellflitzer. So, jetzt bitte aufsteigen lassen. Jawoll. Und der hat uns nicht erwischt. Super. So, Fackel raus. Seh nix. Sehr riskant, was ich mache. Am Ende geht's nur für uns schief. Ich treffe ihn nicht erst zu weit weg. Jetzt. Gott, ich schlag viel zu viel. Jetzt will er auch wieder kämpfen. Dieses Rumgefuchtel sah lustig aus. Mist. Was? Apfel? Stand da oben gerade Apfel bei ihm? Mist, zu kurz. Ich brauche ein längeres Langschwert. Eine Gläfe. Oh. Boah, wie er sich ranzieht, der Arsch. Da oben liegt jemand. Aber er ist halt gerade alleine. Er hat wieder keinen Bock. Ich treffe ihn doch. Ich treffe ihn doch. Spiel. Oh. Nein, jetzt hänge ich. Ich will es wirklich wissen. Ich will unbedingt noch sterben. Jetzt hat er wieder Schiss, hä? Okay. Hat seine Waffen auch abgegeben, hä? Blöd, Mann.
Na, Kumaren sind halt nicht so helle. Gnadenstoß wird schon zu spät sein. Naja. Wollte gerade Gnadenstoßen, aber da stand schon die Taste für aufheben. Hoppala. Ein Ohr, das nehme ich auf jeden Fall mit. Sein Kram ist jetzt nicht so wertvoll, aber ich nehme alles mit. Gut, dann würde ich aber mal sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter, dann wird es auch wieder hell sein. Dann machen wir das Lager hier mal fertig und dann gehen wir auch zu Andreas und machen die gesamte Aufgabe mal. Gehen die mal an. Wobei, wir könnten erstmal bei Scarlett vorbeischauen. Erstmal ohne Matthäus und Fritz. Ach, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.